Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Ihr seht, die Sonne scheint mir auf den Schädel, denn es ist ein Tag der Freude. Erstmal Prost auf euch. Ja? Ja, nicht nur, weil jedes Bier besser schmeckt aus dem 030 Barbecue Glas, sondern ich kann euch offiziell verkünden, wir haben jetzt Kohle. Ne? Kohle. Und zwar nicht im herkömmlichen Sinne, sondern wir haben endlich aufgerüstet auf dem Kohlegrill. Nach, oh Gott, ich glaube fast 6 Jahren Abstinenz haben wir jetzt wieder einen Kohlegrill am Start. Den bauen wir heute auf und wenn ihr wissen wollt, was das geworden ist, dann bleibt einfach dran. Meine Lieben, ich hatte mich ja lange Zeit mit dem Gedanken rumgeplagt, welcher Grill es denn nun werden soll. Also für die Holzkohle-Variante. Es war Keramikgrill im Gespräch, es war eine Weberkugel im Gespräch. Alle möglichen Dinger waren da auf der Agenda. Und wir haben uns jetzt, Freunde, final entschieden. Und zwar mit freundlicher Unterstützung der Firma Brolking. Danke nochmal an euch, ja. Für das hier, guck mal. Ja. Jetzt denkt ihr euch, das ist doch kein Grill, da passt doch keiner rein. Das ist auch erst der erste Teil des Grills. Wir haben uns entschieden, Freunde, für den Keck 5000 von Brolking mit Unterwagen. Und den bauen wir jetzt zusammen auf. Also, der Keck 5000 ist ja eigentlich ein Urgestein von Brolking. Das Ding ist bestimmt schon seit 6 Jahren auf dem Markt oder was, wa? Irgendwie so neben Dreh. Ist ja egal, ich hatte den noch nicht. Es ist ein geiler Grill, es ist keine Keramikgrill-Variante, sondern es ist ein doppelwandiger Stahlgrill mit einer Isolierung dazwischen. Der speichert die Hitze aber eigentlich genauso wie ein Keramikgrill. Und in dem Paket, in dem ich den jetzt gekriegt habe, ist der für uns die ideale Lösung. Der kommt mit Unterwagen diesmal, das heißt, der wird sich da hinten schön einpflegen in meine Grillecke und das macht das Bild rund, würde ich sagen. Wir starten mit dem Aufbau des Unterwagens. Ja, wir stoppen die Zeit, Freunde. Mal gucken, wie lange das dauert. Los geht's. Ja, Freunde, ich habe den Karton mal aufgemacht und platt getreten. Davor habe ich eigentlich am meisten Angst gerade. Das ist so eine, ja, ich würde fast sagen, so eine IKEA-Bastelbox. Ne? Ideal für Saskia eigentlich. Ich gucke mir das mal an und zur Not überlasse ich das der Dame des Hauses. Es sind eine Menge Einzelteile. Ja, wir suchen mal nach der Anleitung und dann starten wir durch. Ja, zack, 2 Minuten später, wir sind schon ein wenig weiter. Also das ganze Paket von dem Unterwagen liegt so bei 52 Kilo. Das ist also ein massives Ding, was da nachher entsteht. Einzelne Pakete drin mit Röllchen und Griffen und Brolking-Zeichen. Ne? Hier, das weiß ich noch nicht genau, was das ist. Natürlich wie bei jedem Schrank quasi Außenteile, Unterteile, Deckplatte. Wir gucken weiter. Also hier nochmal, ja, guck mal, hier Oberteil, da ist noch Folie drauf, ist Edelstahl, dann hier die ganzen Unter- und Seitenteile und die Karton, ist eine ganze Menge, Freunde. Ich habe auch die Anleitung gefunden, normalerweise würde die jetzt wegfliegen, in diesem Fall lieber nicht, ich glaube, ich werde die brauchen, aber Brolking typisch, alles wieder schön erklärt, wunderschön hier, ne, Schrauben in Originalgröße angezeigt, Werkzeug, oh, haben wir einen 11er Maulschlüssel, muss ich mal gucken, wir sollen mit dem Oberteil starten. Ich glaube, ich werde euch das in Etappen zeigen. Wir ballern einfach mal durch und gucken dann echt, wie lange es dauert. Lust auf das Ding habe ich jetzt gerade gar keine. Ah, ganz am Anfang, Freunde, habe ich mir jetzt erstmal meine Schrauben sortiert, also die Hauptschrauben, die dabei sind. Ist eigentlich relativ übersichtlich. Das meiste wird mit den kleinen Kreuzern hier gemacht, ne? Und dann haben wir hier noch so ein paar Exoten dabei und sowas hier. Wenn das sortiert ist, ist es deutlich einfacher, das Ding aufzubauen. Wir starten einfach durch. Erstmal hier an den Außenbereich die kleinen Halter ranbasteln. Also hier ist so Grillbesteckhalter wahrscheinlich. Und der große Griff kommt auch noch mit dran. Das ganze Ding steht dann nachher auf Rollen, also kann auch bewegt werden. Das macht sich immer ganz praktisch. Also anschrauben. Ja gut, guck mal, das ging jetzt. Ist ein bisschen fuddelig, vor allen Dingen, wenn man so eine fetten Finger hat wie ich. Aber es geht. Ne? Als zweites kommen jetzt die Seitenbänder. Also so, muss man ein bisschen räumen hier. Die Decken hier, was gell? Genau. Die Kollegen, die kommen jetzt ran. Hm? Gut, Seitenwände stehen, Freunde. Saskia hilft fleißig. Ich kann auch empfehlen, das bitte nur zu zweit zu machen. Es geht sicherlich auch mit ganz, ganz viel Krampf alleine, aber zu zweit ist deutlich einfacher. Jetzt kommt vorne die Halterung für die Türen oder Türstopper dazu. Vorderes Blech ist dran. Jetzt Bodenplatte aufgesetzt. Die wird erstmal nur eingeklinkt. Weiter geht's. Also es hält sich in Grenzen der Aufwand. Das ist wirklich machbar. Ah, das läuft, Freunde, das läuft. Hintere Platte ist auch drin. Saskia hängt gerade im Korpus und bastelt die Schrauben fest, weil das
nee, dafür bin ich ein bisschen zu groß, Freunde, ne? Aber es läuft, es läuft. Also eigentlich wirklich easy peasy. Wenn ihr so weit gekommen seid, geht es weiter mit den Rollen. Der ganze Unterwagen hat 6 Rollen. Die vorderen 2, bitte darauf achten, bei den Türen haben noch hier die ausfahrbaren Stehfüßchen, ne? Um die Höhe dann letztendlich auszugleichen, um das Ding ein bisschen zu fixieren. Also Rollen dran schrauben. Zack, so schnell geht das, ne? Ja, Rollen dran. Jetzt in der Mitte noch so eine kleine Strebe eingesetzt. Die geht auch ganz easy und weiter geht's mit den Türen. Und es geht vorwärts, Freunde. Ne? Der erste Teil quasi von der Kabine ist schon fast durch. Türen sind drinnen. Jetzt müssen wir noch drinnen, ich glaube, das Regalbrett einbauen. Und dann geht's auch schon mit dem Grill fast weiter. Geil. Zack, so weit, so gut. Saskia macht das einen riesigen Spaß. Ich hasse so eine Bastelarbeiten. Aber guck mal, so, Türen sind drinnen. Ja? Hier unten ist die Auflage für den Keck. Dann gibt es hier nochmal so ein schickes Regal, was man ausziehen kann. Hier mit so ein bisschen Storage. Ne? Könnt ihr euch ein bisschen Zubehör reinballern. Läuft sauber auf einer Schiene. Halterung für die Tür unten noch eingebaut. Der letzte Schritt an diesem Schränkchen sind die Geschichten hier. Die werden jetzt hier eingesetzt. Und die halten dann quasi den Keck in seiner Position. Und dann sind wir mit dem Unterwagen auch endlich durch. Freunde, wir sind jetzt bei einer Zeit von 1,5 Stunden. Geübte Bastler kriegen das bestimmt schneller hin. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, glaube ich. Also die noch ranschrauben und dann endlich zum Grill. Ah. Gut, also die Abstandshalter sind jetzt auch montiert. Das Ding ist wirklich ein schwerer, wertiger Haufen. Ich bin beeindruckt. Allerdings muss man sagen, wir sind jetzt hier schon bei 6,99 und ihr fährt, muss man auch wollen. Ne? Jetzt aber zum Hauptdarsteller. Guck, zack. Da ist er. Der Keck 5000 von Breuer King. Ja? Wir liften mal den Karton, würde ich sagen. Mal kicken, ob ich das alleine hinkriege. Er müsste eigentlich so jetzt hochgehen. Guck mal. Tada! Steht eigentlich schon fast fertig hier drin. Das, ne, ist der Unterwagen. Also wenn ihr das Ding alleine kauft, dann könnt ihr den hier rufstellen. Hier kommen noch Rollen dran, dann könnt ihr das Ding schön bewegen. Den brauchen wir allerdings in dem Fall nicht. Wir brauchen nur den Korpus. Geil. Ja, gut, Plastik zur Seite, das war der Fuß. Jetzt öffnen wir mal das Geheimnis. Ah, hier, guck mal. Schöner Verschluss übrigens immer drin, um das zu halten. Zack, geht nach unten und oh, das ist wirklich ein massives Ding. Und hier sind die ganzen Kleinteile drin. Ich würde sagen, ich packe das auch erstmal alles aus hier. Gut, Freunde, also erstmal nochmal Prost auf den neuen Unterwagen und auf den neuen Keck. Das ist so eine halbe Einweihung, würde ich sagen. Hm? Ah, fein. Das gestaltet sich hier deutlich übersichtlicher. Weil wir das Unterteil von dem Keck ja nicht brauchen, müssen wir eigentlich bloß die Griffe ranschrauben. Hier sind noch die Räderchen drin, die brauchen wir auch nicht. Wir haben dann hier hinten noch die Zusatzteile, die zeige ich euch gleich. Und die zwei Tische, die normalerweise rankommen. In dem Fall werde ich wohl nur einen Tisch verbauen. Und zwar den, der hier nach außen geht, damit wir hier auch noch unsere Arbeitsfläche frei halten. Weil sonst ist das ja doppelt gemoppelt, oder? Macht keinen Sinn, glaube ich. Aber das gucken wir uns auch gleich nochmal an. Multitool ist dabei. Und dann hier, Freunde. Eigentlich wollte ich ja deswegen auch den Keck haben. Ne? Es gibt tatsächlich diese Variante hier. Wenn man einen Dodge Ram hat. Ich muss dir nochmal anders sagen. Saskia, wenn man einen Dodge Ram hat, dann kann man sich diesen Keck hier wunderschön hinten an die Anhängerkopplung ranbasteln. Das wäre eine Tailgating-Nummer vom Feinsten, oder? Klaus, machst du das dann jetzt eigentlich auch schon? Wir brauchen den Ram, Freunde. Wir brauchen den Ram. So, Griffe ranbauen und dann mal die Hochzeit hier veranstalten. Wird ja langsam Zeit. Ja, Gott sei Dank steht Sassi darauf, Griffe anzubauen. Den anderen, oder? Ja, oder? Hier, der ist schon dran. Sehr, sehr schön. Das ist wirklich jetzt einfach, Freunde. Griffe sind dran. Jetzt kommt eigentlich nochmal ein tricky Part. Wir müssen jetzt hier Powerlifting machen. Also der wird jetzt einmal komplett hier hochgehoben. Das geht auch nicht alleine. Sollte ich da zu zweit machen. Ich gucke mal, ob ich das mit Saskia hinkriege. Wir probieren es einfach. Let's go. Guck mal, da ist er. Er steht drin. Ist übrigens auch gar kein Problem, selbst mit Saskia. Das Ding wird so bei 50 Kilo liegen, ohne das Untergestell. Kann man locker reinheben zu zweit. Arretiert durch die kleinen Muttern am Rand. Zack, ist der drin. Eigentlich sind wir auch schon durch. Wir räumen den jetzt noch ein, machen das Plastik erstmal ab und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Bam, Plastik ist ab. Guckt euch das Ding an, oder? Wunderschön. Wir haben hier über 100 Kilo Lebendgewicht auf der Kombination. Sind jetzt aber auch schon bei 2K angelangt. Wobei sich das im Vergleich zu anderen Grills in dem Segment eigentlich wirklich ausgeht. Also das kann man mal machen, wenn man das haben möchte. Sehr, sehr schön. Wir räumen den jetzt noch zum Schluss ein. Also zuerst den inneren Kern reingehangen. Mal gucken, ob ich das jetzt hier so durchkriege, Alena. Zack. Auf die Schiene kurz eingedreht. Dann hängt der auch.
Dann kommt unten rein. So. Oh komm, Junge. Ebenchen hier. Zack. Der wird hier unten noch reingehangen. Damit die Kohle nicht gleich durchfällt. Na, macht ja Sinn. Schön. Jetzt. Der Gussrost. Guck mal, Bolking typisch wieder zweiseitig benutzbar. Einmal mit Fettschiene und einmal ohne. Da sollte ich jetzt wahrscheinlich das Werkzeug zu nehmen, aber das wird auch so funktionieren, solange das Ding kalt ist. Ah, wartet. Zack. Den kann man jetzt auf zwei Ebenen hängen. Einmal hier oben drauf oder eine Etage tiefer. So. Ja, schon mal sehr, sehr schön. Ablagerost. Hier Papier. Ist aber auch schon hier ganz schön kalt geworden hier heute. Zack, der wird wunderschön einfach hier eingelegt und den kann man dann auch noch wundervoll zur Seite abdrehen. Schön. Was mir jetzt da drinnen noch fehlt, ist, es gibt noch einen extra Kohlekorb und so ein kleines Set fürs indirekte Grillen. Fuffi, 60 Euro. Da warte ich noch drauf. Ne? Ist bestellt. Kommt mit Sicherheit demnächst. Zack, jetzt noch der Seitentisch. Wie gesagt, ihr könnt zwei montieren. In dem Fall mache ich aber nur auf der einen Seite, also auf der offenen, was dran, weil da macht das jetzt wenig Sinn. Der hat hier so eine. Ah, so eine Nupsis, der wird hier ruffgesteckt. Wartet. Ja. Geht irgendwie. Zack. Und dann arretiert er sich. Und dann ist das Ding auch fest. Sehr schön. Ansonsten habt ihr ja schon gesehen, den hier kann man außen noch schön verschließen. Hier, zack, mit dem Klicker. Könnt ihr noch ein Schloss vormachen, so auf Safety. Das Teil an sich soll außen auch gar nicht so fürchterlich heiß werden. Das heißt, auch wenn ihr Kinder habt, braucht ihr euch nicht ganz so viele Gedanken machen, dass sie sich gleich alles verbrennen. Hier oben der Luftauslass, ne, kann man schön drehen. So von 1 bis 5. Ne, passt auch. Thermometer, Bräuking, Standard eigentlich relativ genau. Nach unten nochmal. Zack. Der Einlass für die Luft, der ist auch regelbar. Zack. Und hier noch ein kleines Feature, und zwar könnt ihr die Ascheschale hier unten einfach rausziehen. Das macht sich ganz praktisch. Müsst ihr nicht mehr im Grill rumsaugen und was. Da könnt ihr hier das einfach, ja, rausziehen. Macht Sinn. Alles in allem finde ich eine sehr gelungene Geschichte. Ich freue mich sehr darüber, dass wir demnächst mit Kohle anheizen können. Wir wollten das heute eigentlich noch machen. Das Ding muss erstmal ausgebrannt werden. Werde ich euch beim nächsten Mal zeigen, wenn wir dann noch anfangen, darauf zu grillen. Heute ist wirklich ein bisschen kalt. Wir werden noch ein bisschen putzen. Dann wird er seine angestammte Position bekommen. Und dann habe ich wieder einen Grill mehr und freue mich sehr. Freunde, kurzes Unboxing, Aufbauen von dieser Geschichte hier. Wenn es euch gefallen hat, ballert Kommentare über, Like oder Abo, würde mich freuen. Facebook ballern, Instagram ballern, unseren Shop auschecken. Oh, ich habe einen neuen Grill. Geil. Wir gehen jetzt aber rein. Heute gibt es Pizza, glaube ich. Das war Bobby 030 Barbecue. Ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill. Geil.